Etwas zu unserem Seniorenticket zu sagen, was wir in Mecklenburg-Vorpommern haben. Die Geschichte geht da los, dass die Landesregierung, also wir haben ja eine rot-rote Landesregierung, im Koalitionsvertrag festgeschrieben hat, für die Senioren ein Seniorenticket zu machen. Ursprünglich war geplant für 365 Euro im Jahr, also pro Tag 1 Euro. Und wir haben sehr frühzeitig zu Jahresbeginn als Seniorenbeirat uns eingeklinkt im Verkehrsministerium, um die Rahmenbedingungen zu beeinflussen. Am Ende ist rausgekommen, das Ticket gilt ab 1.8.2023 und nicht für 365 Euro am Tag, sondern für 29 Euro im Monat mal 12 sind, glaube ich, 348 Euro, also noch ein bisschen weniger. Die 20 Euro zu dem sogenannten Deutschland-Ticket übernimmt die Landesregierung. Und die Bedingungen sind, dass alle Senioren, Seniorinnen und Senioren im MEC-COM, die ihren Hauptwohnsitz dort haben, dieses Ticket erwerben können. So, und da ging es natürlich los, die große Diskussion. Wie wird das Ticket gemacht? Sie wissen ja, das 49-Euro-Ticket gilt ja im Abo und nur digital. Und wir haben darum gekämpft, seit Anfang an, dass wir sagen, das geht nicht, dass wir für die Senioren nur digital anbieten. Und wir haben das nun in mehreren Runden geschafft. Nun kann man sagen, das hat die Landesregierung gemacht. Wir sagen, wir haben das begleitet. Und am Ende zählt das Ergebnis. Und dieses Ticket gibt es jetzt digital, natürlich, aber auch in Form einer Chipkarte. So, und die Diskussion, die wir da geführt haben, auch mit dem Verkehrsministerium, war, jeder Senior bekommt ja Rente in der Regel. Und jeder Senior hat dann eine Bankverbindung. Und durch die Bankverbindung hat er auch eine Bankkarte. Und genauso eine Karte bekommt der Senior auch. So, und Anfang August haben wir damit, oder hat das Land begonnen, umzusetzen. Und gleich zu Beginn waren ungefähr 20.000 solcher Tickets abgesetzt. Nun kann man sagen, das ist viel, das ist wenig. Die aktuellen Zahlen habe ich nicht zurzeit, aber die sind enorm nach oben gestiegen. Und insgesamt 80% der Beantragten haben das Chip-Ticket genommen, also nicht die App. Und wir haben noch eine weitere Besonderheit, dass einige Senioren oder Senioren, die sind ja nicht so gut zu Fuß, sage ich mal, um das zu beantragen. Es dürfen auch Familienangehörige für den Senior dieses Ticket beantragen. Also auch gut. Und das zweite oder dritte ist dazu, dass in Mecklenburg-Vorpommern an einer Stelle das alles zusammenläuft. Und das ist der Verkehrsverbund Warnow in Rostock. Dort läuft das aus dem ganzen Land zusammen. Und es ist auch kündbar, und zwar bis zum 10. des Vormonats kann man das Abo dann auch kündigen. Also das ist flexibel, wir sind da sehr dankbar, dass dieses Thema so ist. Und jetzt kommt noch der zweite Schachzug. Mit der Vorstellung des Tickets hat das Land auch das gesamte Thema ländlicher Raum uns vorgestellt. In den nächsten Jahren, ab 24 fortfolgend, wird das Anbieten von Leistungen, also von Nahverkehrsleistungen im Land schrittweise verbessert. Und das Ziel ist, dass bei uns leben ja nur 1,8 Millionen, aber die Masse ist auf dem Land, dass auf dem Land von den Dörfern über Nahbus, Rufbus, Bahn Verbindungen aufgebaut werden, dass die Einbindung für die Senioren vom Land zu den nächsten Städten besser wird. Das ist aber ein Programm, was über Jahre geht. Aber begonnen wird das ab 24. Und das unterstützen wir sehr. Das heißt, unterstützen, wir werden permanent immer dann mit dem Verkehrsministerium, da haben wir gute Kontakte aufgebaut, gucken, sagen so, wie weit ist das? Und ich leite ab Januar auch im Seniorenbeirat eine Arbeitsgruppe Wirtschaft und Verkehr mit allen Beiräten, die wir im Land haben, wo wir dort, ich sage mal, das positiv begleiten werden. Das wird sicherlich eine gute Sache und wir sind dankbar, dass das so läuft. Und viele haben auch bei dem Seniorenticket
die Meinung, das gilt nur in Meckpommern. Nein, dieses Seniorenticket für unsere Senioren gilt in ganz Deutschland, genau wie das Deutschlandticket, also das 49-Euro-Ticket. Es gilt in ganz Deutschland. Man kann mit dem Nahverkehr dann fahren. Und wir haben auch noch eine weitere Besonderheit, dass zwischen Rostock, ihr wisst ja, wo Rostock liegt, und Stralsund, das ist um die Verkehrsverbindung, dort dürfen die Inhaber auch den Fernverkehr der Bahn nutzen, und zwar den ICE und den IC mit dem Seniorenticket. So, also das ist ein Angebot, was, wie gesagt, im Koalitionsvertrag drin war, und entscheidend für uns war diese Chipkarte. Das gibt es ja beim Deutschlandticket nicht. Ja, wie gesagt, summa summarum, wir sind da sehr zufrieden. Wir haben da sicherlich mehrere Runden gedreht und wir werden auch weiter jetzt. Ich will einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir werden versuchen, noch auf ein Thema hinzuweisen. Es gibt ja im ländlichen Raum nicht so gute Verbindungen. Da gibt es Senioren, die fahren einmal in der Woche zum Arzt oder die wollen mal einkaufen fahren. Für die ist natürlich dieses Seniorenticket auch noch zu teuer, wenn man das nur einmalig. Und da sind wir in Diskussion, aber da sind wir ganz, ganz, ganz am Anfang, dass man sagt, okay, wenn ein Senior einmal in der Woche oder zweimal im Monat da im Nahverkehr fährt, vielleicht kann man dort sagen, okay, lass dem zum Kindertarifticket fahren. Als Beispiel, es gibt ja das Stöpselkram. Aber da stehen wir ganz am Anfang, dass wir da versuchen, noch was zu tun. Ja, und das ist eigentlich das, wo ich denke, warum ist in den anderen Bundesländern, warum wird das nicht gemacht? Das muss man natürlich mit der Landesregierung oder mit den Koalitionen vereinbaren. Es sind ja immerhin, ich sage mal in Anführungsstrichen, 20 Euro, was zu jedem Ticket zugeschossen wird vom Land. Und was ich so gehört habe, es gibt in Schleswig-Holstein, glaube ich, kriegen Beamte auch für 29 Euro. Bei uns gibt es ein Azubi-Ticket auch für 29 Euro. Aber uns geht es ja hier in erster Linie um das Thema Seniorinnen und Senioren. Und ich glaube, das ist ein guter Anfang. Wir müssen nur dranbleiben. Und es hilft wirklich, wenn man ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Abteilungsleitern da im Ministerium aufgebaut hat. Und wir helfen auch, wir haben jetzt in Usedom zum Beispiel, da haben Senioren keinen Überweg bekommen und was weiß ich, da haben wir uns, auch an Minister gewandt, da kommt auch was in Bewegung. Also man muss schon ein bisschen Zeit und investieren und das in Vertrauensverhältnis aufbauen, da kriegt man das eine oder andere bewegt. So, das war jetzt mal ganz kurz, wie wir das Senioren-Ticket gemacht haben. Würden Sie gerade nochmal die Kosten zusammenfassen? Das war am Anfang ein bisschen verwirrend mit den 365 Tagen und so. Also ursprünglich war im Koalitionsvertrag vereinbart 365 Euro im Jahr. So, das ist es aber jetzt nicht. Es sind nur 29 Euro im Monat. Es kostet 29 Euro im Monat. Also ist ein bisschen weniger. Statt 49. Bitte? Statt 49. Statt regulär 49, aber nur für die Senioren, die 65 Jahre sind und älter und den Hauptwohnsitz in Meckpommern haben. Die dürfen das nehmen. Super. So, was muss ich noch wissen? Nochmal, monatlich kündbar bis? Ja. Bis zum 10. des Vormonates. Für den Folgemonat zu kündigen. Ja, ja, klar, das geht. Ja. Den Folgemonat. Ja. Also wir sind da als Verband ziemlich stolz, dass wir das begleitet haben. Am Ende hat das natürlich die Landesregierung gemacht, ist klar. Aber wir sind in mehreren Runden haben gesagt, dass die Bedingungen müssen so sein und. Also da haben wir